Moin, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Nier Automata. Und ja, wir werden heute zu Pascals Dorf gehen und ich muss kurz was gucken. Nee, alles gut, so, können gleich weitermachen. Und ja, mal schauen, dass wir heute schön weit kommen. Falsche Richtung übrigens. Deswegen mal eben kurz hier schnell einen Richtungswechsel gemacht. Ja, Nebenquests und so weiter lasse ich jetzt auch komplett liegen, weil ich möchte einfach mit euch die Story erleben und ja, das ist gerade mein Ziel. Ich finde, ne, wenn man das Spiel dann wirklich feiert und ihr sagt, ey, ich will das auch mal selber spielen, dann könnt ihr natürlich alles selber machen, aber ich finde so die Nebengeschichten, die, ich weiß nicht, manchmal tragen die auch nicht so viel zur Story bei, wisst ihr, wie ich meine? Also, zum Beispiel das mit diesem, dem weiblichen Roboter da, mit dieser kleinen Schwester da. Es war zwar lustig, aber es trägt halt für mich nicht so viel bei, wisst ihr, wie ich meine? Ach, den kennen wir ja noch. Wie viel Kohle haben wir eigentlich gerade? Oh, ziemlich gut war's. Ja, kriegst mal 5000. Eine große Erweiterung. Nur mal 20. Ein Elitebeutel. Was ist denn ein Elitebeutel? Was ist denn ein Elitebeutel? Wo haben wir den denn? Da. Ein Beutel mit einem Duft, den Tiere lieben. Dadurch nähern sie sich dir und warten. Krass. Okay. Das ist ja nicht schlecht. So, Pascal, da oben bist du ja. Wegen Funkstörung nicht verfügbar. Es ist so eine Game, so eine Zeitstreckung hier. Genau, das hatten wir schon. Da spricht er auch nicht so viel. So. Haben wir das schon mal durch? Ab zum Waldkönigreich. Dann sind wir eigentlich schon fast so weit, ne? Es dauert nicht mehr so lange. Es gibt nur ein bis zwei Sachen. Ach ja. Und seid mir bitte nicht böse, dass ich die Ladezeiten nicht rausschneide, aber das wäre ja ziemlich viel Arbeit bei so vielen Folgen. Ich mache das ja als Nebenprojekt hier und ja, da kann ich nicht, leider nicht so viel Zeit dafür erübrigen, alles zu schneiden. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber ich denke schon. So, den da oben könnten wir jetzt theoretisch machen. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu viel Zeit in Nebenaufgaben stecken. Und wir haben den falschen Teleporter gewählt gehabt. Yeah. Operator 60 to 2B. Come in, 2B. 2B here. The monitoring signal from the new access point has gone silent. I'm sending you the positional data. Please investigate the site as soon as possible. Say, 2B. What? When do you think you'll be willing to call me Nines? 9S works just fine. Well, yeah, but
Man, this job can be pretty rough sometimes, huh? We don't get to choose our assignments. And you should... This must be the commercial structure Pascal was talking about. Ja, wie gesagt, ich renne ja momentan schon ziemlich schnell. Den kommen wir auch ziemlich gut voran momentan. No getting through here. Maybe. If we were human, we probably would have gone shopping and such here, right? More meaningless conjecture. You're so serious, 2B. You know that? Alert. Multiple machine life forms detected above our position. I hail the Forest King. Who the heck is the Forest King? You're getting distracted. Well, what do you expect? I'm a scanner. Combat was never meant to be my forte. I am the Forest King. Oh, die Hackdinger gehen mittlerweile richtig gut von der Hand her. Tobi hilft auch richtig schön mit. Check this guy. He's just running away. What's that? Hey there, guys. What's up? This thing's weird, Tubi. Let's kill it. Wait, what? No. Good idea. No! Okay, what was that? Ich glaube, darauf finden wir auch eine Antwort im Vorgänger. Übrigens heißt er nicht Nier Gestalt, doch so hieß der Vorgänger, aber der neue heißt irgendwie Nier Replikant. So wie ich das gesehen habe. Und den möchte ich gerne auch spielen. Da freue ich mich schon drauf. Nee. Better keep your guard up. I'm aware of how to fight. What the fuck? This forest we are stationed in. It is hot, humid, unhygienic, a punishing hell for machine life forms. None should have to live in such a place. I have decided. I shall make this our kingdom. What's a kingdom? Well, it's sort of like a large house. And inside this house, all our people live together as family. Family. I suppose a family might be good. Yeah, families are good. Ach, süß. Hey, jetzt haben die mich ja wegteleportiert. We're talking about a king, right? I saw what looked to be a castle further in. Maybe we should take a look. Ja. How
How are we supposed to reach that castle? Das werden wir schon rausfinden. Letztes Mal müssen wir auch ein bisschen rumtüfteln, aber es ging eigentlich dann ganz gut. Schaden saugen, Giggity. Ja, wir finden schon einen Weg. Ne, ich habe wie gesagt keine Lust, mich jetzt auch lange mit den Gegnern aufzuhalten. Das haben wir im ersten Durchgang gemacht, aber im zweiten kennen wir das halt schon alles. So, sind wir auch schon gleich da. Den Dicken müssen wir, glaube ich, besiegen, bevor wir weitergehen. Also den, der dann so als Beschützer kommt vorher. So, those machines had a king? But how can a concept like loyalty be understood by a machine? Oh, jetzt habe ich irgendwie gar nicht mehr so viel Spaß daran, die ganzen Viecher hier wegzuhauen. Ich meine, die versuchen den nur zu schützen, weil das früher ihr Anführer war und ja, das ist echt schade. Ich bin echt traurig, meine ich. Den braucht man nicht unbedingt machen. Auch gut. Wie gesagt, ich versuche hier für das LP einfach auch ein bisschen Zeit zu sparen, damit ihr, sag ich mal, die Sachen nicht alle doppelt gucken müsst. Hätte ich vielleicht von Anfang an so machen sollen. Ups. Watch out for hostile enemies, 2B. Roger that, my Huh? Wait, what did you just say? Roger that, my Wait, oh, no, alle 40. That's not what you said. You said nines. Or at least something close to. Cut the chatter and engage the enemy. Ugh. Thank you.
Ja, aber es lässt sich trotzdem gut kämpfen hier. Auch wenn die so viel über mir sind. Na gut, was erwartet man, ne, wenn ich die ganze Zeit überleben lasse? Titanlegierung, ja, nice. Und wir müssen unbedingt die Waffe upgraden, fällt mir gerade ein. Die werde ich aber killen hier. Auch um mal zu gucken, wie gut die sind. Ja, die sind nicht so gut. Das ist gut. Ja, die kann man schnell killen mit Explosionen. Das ist sehr gut. So, den wollte ich schon die ganze Zeit mal töten. Geht natürlich so eine Ecke einfacher. Na, ist ein bisschen spät. Vor allem, da A2 ja auch schon ziemlich weit war. Beziehungsweise, ich war ja auch schon vor uns da, also... So, mal eben kurz speichern, auch wenn das eigentlich nicht nötig sein wird. Ja, ja. To be. That's an android. A Yorha type android. Alert. This unit is currently wanted by Yorha. Annihilation recommended. Annihilation? But why? Let's go, 9S. To be. Okay. Bunker
to 2B and 9S. We've picked up a signal from the black box of a fugitive known as A2. What you see in front of you is your enemy. But she's... She deserted us. She's destroyed multiple pursuit androids. Now kill her before she kills you. Okay. Wahrscheinlich eh sinnvoller, wenn wir vorher hier die einmal triggern. Nee. Mal sehen, ob ich hier einen Hack hinbekomme. Gerade stelle ich mich ziemlich doof an, muss ich sagen. Aber hier sind auch viele Kugeln unterwegs. Nee. Keine Chance gerade. Wir sind natürlich deutlich jetzt unter dem Level, weil wir halt durchgelaufen sind. Aber wir können immer noch grinden. Ich kann auch vor allem immer noch grinden, wenn ich das Gefühl habe, dass es notwendig ist. Aber ich habe aktuell nicht das Gefühl eigentlich. Ja, sie one-shottet uns nicht oder sowas. Sie macht halt guten Schaden, klar. Das hat sie vorher auch schon gemacht. Der einzige Weg, das hier schnell zu beenden, sind die Hacks. Da wir den Kampf schon kennen. Und vor allem mit 9S das Kämpfen nicht so wirklich viel Freude macht. Ja, aber seht ihr. Und da haut's ab. Why? Why did you betray us? Command is the one that betrayed you. Let's go after her, 2B. Ouch. She got away. Operator, this is 9S. Patch me through to the commander. Roger that, 9S. I'm sorry, commander. We failed to defeat the fugitive. I see. Well, at least you're both safe. That's an incredibly powerful unit you just faced. You should probably keep your distance in the future. Commander, why did A2 desert the force? I'm afraid that's classified. Oh? Huh. 2B? Yeah? Let's go ask Pascal about A2. He might know something. All right. Whether in wind or rain, thunder or snow, or even amidst the rising flames of war, they were always together. They never understood why. They spent their lives nestled together. Forever. Forever and ever. Das ist recht eindeutig, ne? Das bezieht sich auf die Einheiten im Waldkönigreich. Pascal, this is 9S. Oh, you survived. How wonderful. Yeah, we're fine. But there's something we want to ask you about. Of course. Anything. Actually, it needs to be in person. Understood. I'll open the gate we built to deter enemy invaders. You'll be able to reach the village through there.
kann mich auch einfach hin teleportieren. Vielleicht ein bisschen einfacher, als da ganz hinzulaufen. Faster if you just take a look at this recording. I see. Nur einfach mal kurz durchklicken. Let's stay sharp and head back to the resistance camp. We should run a check on our consciousness data and resupply. Ich glaube, wir sind gleich an dem Punkt, wo wir das große Fieder besiegen müssen. Dementsprechend dauert es nicht mehr lange. Wir sind bald an dem Punkt angelangt, wo ja, ziemlich viele neue Informationen kommen und vor allem auch, wo die Geschichte dann, ne? So, und da freue ich mich schon drauf, weil, ihr erinnert euch dran, ne? Deswegen sage ich das. Also ich weiß es nicht mehr genau, was und so weiter. Aber wenn ihr mal drüber nachdenken, der war ja auf der Station. Er war ja krank, beziehungsweise er war ja beschädigt. Und war dann die ganze Zeit auf der Station und dann irgendwann ist er dazugekommen wieder, kurz vorm Kampf mit Eve da. Da ist er erst wiedergekommen. Das heißt, diese ganze Zeit, die fehlt ja. Und da muss ja irgendwas passiert sein. Consulting Command. Yeah, I know. I'm sorry. Though I suppose such intense curiosity can be admirable, in its own way. Thanks, 2B. Still, machines are the enemy. Don't forget it. Oh, to be our, it should the so, das hatten wir, ne? Genau, das ist hier mit der. Genau. Da müssen wir jetzt schön helfen, wir da jetzt. Die Aufgaben, die können wir einfach ignorieren, weil, naja, ne? Not my cup of tea. Ich mag den Content halt, wie gesagt, nicht so wiederholen. Also, die Bosse sind ganz spaßig und so, aber die ganzen Kämpfe. Ich glaube, das würde mir ziemlich auf den Sack gehen, wenn ich die ganze Zeit hier alles neu machen müsste. Beziehungsweise nochmal durchkloppen müsste allgemein. Ich denke aber, es nimmt mir ja auch keiner übel von euch, ne? Es würde halt ewig lange dauern. Und ich denke, das ist für die Leute, gerade die die Story sehen wollen, ist es auch nie interessant, den Content doppelt und dreifach zu sehen, vor allem wenn er in die Länge gestreckt wurde mit den ganzen Kämpfen da. Deswegen machen wir das Ganze hier ein bisschen schneller. Natürlich, sobald neuer Content ist, natürlich nicht mehr. Also da werde ich natürlich dann alles ganz in Ruhe durchspielen. Why must we read all these books, brother? Knowledge expands horizons and enriches existence. But can't we just transfer all this data over instantly? Into your head, perhaps, but not to your heart. I guess. Hey, so... Yes? My name? Eve? This book says it's a woman's name. Shouldn't we be called Cain and Abel or something instead? Humans wouldn't change names so easily. Besides, you should be proud of the name Eve. Huh. Well, if that's what you think, then I'm fine with it. Glad to hear it. Is there something else? After we're done reading, can we go out and play? I'm sure it'll be tons of fun. All right. But only after we're finished. You mean it? Then I'm gonna try extra hard to finish this. Extra, extra hard. You do that. Die sind schon irgendwie süß, ne? Der eine so ruhig, der andere so. Ja, wie ein kleiner Bruder eigentlich, ne?
There's another of those machines. I suppose it's going to attack me, right? This machine type purposely seeks out androids in order to enact revenge. It should be dispatched immediately. Got it. Ja, aber ich sehe gerade, wir haben 30 Minuten erreicht. Das heißt, hier an dieser Stelle beende ich die Episode und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. In der nächsten Folge geht's dann rauf aus hier raus aus dem Meer und dann werden wir auch endlich mal ein paar neue Sachen wiedersehen. Und ja, ich bedanke mich, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal und wenn es gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Tschüss.